Eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten. Ich bin ja so froh, dass ich im sichersten Land aller Zeiten leben darf. Mütterchen und jetzt auch Väterchen kümmern sich ganz prächtig. Ich wüsste ja gar nicht, wie ich ohne ihre fast schon übertriebene Fürsorge noch auf eigenen Beinen stehen sollte. Okay, also hier und dort muss ich in der Gemeinschaft auch mal einen Dienst bringen, aber das tue ich gern. Also über meine Steuern und über meine Sozialkassenbeiträge hinaus natürlich. Die Gemeinschaft ist wichtiger als die Freiheit des Einzelnen. Das weiß doch jeder. Also dass das so ist, wissen wir bestimmt schon seit, naja, ich würde mal sagen, fast 100 Jahren. Das Gemeinwohl war schon mal sehr weit oben aufgehängt. Richtig so. Die Gemeinschaft hat immer Vorrang und was gut für sie ist, wissen nur Mütterchen und Väterchen. Und nun, wo sie uns darüber belehrt haben, worauf es ankommt, können wir Weihnachten endlich richtig genießen. Aber Weihnachten nur für die Guten. Die Bösen mit ihren Familien haben auch gar keine besinnliche Zeit verdient. Zum Glück haben es Mütterchen und Väterchen ganz einfach gelöst, indem sie leicht verständliche Regeln aufgestellt haben. Wie man das Richtige tut. Naja, wenn ich mich so zurückentsinne, Mütterchen und Väterchen kümmern sich ja schon lange um uns. Also mehr als früher zumindest, soweit ich mich entsinnen kann. Und achten darauf, was ich so lese und schaue, mit wem ich Kontakt habe und wie viel. Und das braucht es schon, damit ich die Gegenwart und die Zukunft so einfach wie möglich erklärt bekomme. Und das ist super. Ich weiß nun, wer die Guten sind und ich kenne die Bösen. Und darauf kommt es doch an. Die Bösen haben Weihnachten gar nicht verdient. Hätte Gott auch nicht gewollt. Man muss einfach hier und dort ein Opfer bringen. Mütterchen und Väterchen haben das so gesagt. Und somit ist es gut. Aber Mütterchen und Väterchen sind auch gnädig zu mir. Also wenn ich brav bin. Natürlich. Aber das bin ich ja. Daher ist alles gut. Ist ja auch keine große Sache, wann und wie man nun sein Opfer 2, 3, 4 oder 5 Mal bringen muss. Eigentlich ist es auch kein Opfer, sondern etwas, was man nur für sich selbst tut und somit für alle anderen. Und der Chef findet es auch gut. Also kann ich während der Arbeitszeit dahin, wo das Opfer erbracht werden muss. Geht ja auch schnell. Ein Aufkleber hier, ein Pflaster dort und das war's. Wir sind die Guten. Der Chef sowieso. Der gibt mir stets ein extra Lob dafür. Und sicher gibt's bald den neuen Posten, der kürzlich frei geworden ist. Und ich habe den ja auch verdient, weil ich zu den Guten gehöre. Und naja, zu den anderen ist er nicht so nett. Denn da gibt's leider auch die Bösen, die man einfach nicht so leicht los wird. Die sind fast überall, richtig hartnäckig, obwohl sie sich verpissen sollen. Aber ich will auch für die Bösen ein gutes Vorbild sein. Daher nutze ich die Chance und zeige gerade zu Weihnachten den Bösen einen Weg ins Licht. Man kann Gutes so einfach tun, indem man es diesem Abschaum einfach vorlebt, gut zu sein. Und das ist gut. Es ist schon gut, wenn man den Bösen aufzeigt, dass sie böse sind. Sonst könnte man sie ja nicht bekehren, nicht wahr? Es muss schon so sein, dass sie es spüren, wie sehr sie vom Weg abgekommen sind. Das ist auch christlich. Nur so kommen sie irgendwann heim, zu uns, den Guten. Und deswegen finde ich die Buße, die nun von Mütterchen und Väterchen sicherlich schweren Herzens den schlechten Menschen auferlegt wurde, auch gerecht. Immerhin sind sie ja böse, weil wir böse Folgen durch ihr vorsätzlich böses Verhalten sehen, also das weiß doch jeder. Und es ist völlig unnötig, dieser Tatsache, dass es so ist, nun eine besondere Bedeutung beizumessen. Wo kämen wir denn dahin, wenn wir uns auf deren Niveau herabließen, um Zeit für Erklärungen zu opfern? Das geht nun wirklich zu weit. Bei allen guten Geistern. Sie sind böse, also auch wenn sie vorher gut waren. Das spielt keine Rolle, sogar wenn sie sehr gut waren, dann ist das noch eher verdächtig. Wer nicht zu seinen Terminen erscheint, und die sind ja nicht so selten, sagen Mütterchen und Väterchen, der muss verbannt werden, und zwar von überall und von jedem. Und deren Kinder sowieso. Diese Brut, vor allem die Kinder, die ständig in Gefahr leben müssen, sich den Tod von der Straße oder der Schule zu holen, wegen ihrer bösen Eltern. Die müssen auch weg. Über die Kinder bekehren wir sie. Das ist zwar nicht so schön,
Aber was sein muss, muss sein. Nein, Mütterchen und Väterchen haben ja nur uns im Sinne. Uns alle, 83 Millionen. Sie wollen, dass es allen einfach nur gut geht. Haben sie schon immer. Und zum Glück wissen sie genau, wie es eben gut geht. Daher kann ich sorgenfrei und fast schon skrupellos sein, indem ich einfach vertraue. Dafür haben Mütterchen und Väterchen auch viel geleistet und keine Kosten und Steuern gescheut. Ich habe so viele tolle Möglichkeiten, mich führen zu lassen, da braucht es auch kein Bärtchen mehr wie früher. Sie können mir auch so zeigen, dass ich ein Guter bin. Und was soll ich sagen, oh Mann, das macht mich so glücklich. Nein, es ist schon gut, dass wir den armen Dummen, ich mag sie lieber so nennen, lieber so als Unmensch, Untermensch oder Abschaum zu bezeichnen, eine Lehre erteilen. Denn da besteht Hoffnung und die stirbt doch bekanntlich zuletzt. So gern würde ich denen ein paar tolle Menschen und TV-Sendungen zeigen, wo man voll den Profis lauschen kann. Naja, nicht jede düstere Vorausahnung von Mütterchen und Väterchen traf stets ins Schwarze. Aber da muss man drüber hinwegsehen. Ist ja nicht so leicht. Aber die können es wirklich am besten. Beziehungsweise, wenn es jemand kann, dann nur die. Ja, und manchmal kostet das Freiheit. Aber das ist Sicherheit nun mal wert. Und am Ende ist es ja auch ganz einfach. Leiste deinen Beitrag und opfere deine Unversehrtheit. Und das immer wieder. Für die Gemeinschaft. Egal was passiert. Denn das wollen sie so. Und so ist es richtig. Völlig egal, was aus einem wird. Es ist einfach gut so. Das ist es doch, was Mütterchen und Väterchen wollen. Dass man sich auflöst in der Hingabe und Gehorsam. Und tut, was man gesagt bekommt. Die paar, denen es nicht mehr so gut geht, ja mein Gott, was soll's. Ich bin ja gesund. So gesund wie ein Fußballprofi. Naja, fast. Aber auch egal, wird schon noch reichen. Die anderen sollen einfach nur weg. Ich bin genervt, dass es überall diese komischen Widerspenstigen gibt, die einfach nicht einsehen wollen, was am besten für uns ist. Nein, es ist schon gut, dass man die Abtrünnigen jetzt nirgendwo mehr sieht. Danke, Mütterchen und Väterchen. Jetzt kann ich das Thema einfach vergessen. Und das tut so gut. Nehmt all mein Geld und macht mich einfach glücklich. Es war ehrlich gesagt auch lästig. Immer diese ernsten Gesichter, bedrückt, voll die Spaßverderber und immer diese Debatten. Nein, weg mit denen. Sie sind ja eh schädlich. Das sagen ja alle. Also mit denen ich rede zumindest und im Fernsehen kommt es ja auch. Die müssen nun die harte Tour erleben, diese Abweichler und Individualisten. Ich will sie nicht sehen, wenn ich ausgehe, wenn ich von A nach B fahre. Sorry. Und ich habe auch echt keinen Bock, die in der Kantine zu sehen. Bleibt einfach zu Hause, in eurem Loch, in eurem Gesiffe und kontaminiert nicht mehr meine Welt. Wegen denen gibt's keine Normalität. Man sollte sie einsperren, zumindest immobil machen, damit sie nicht ihr Gift versprühen können. Dass sie noch was zu essen kriegen, ist schon human genug. Weil eigentlich sind es Schädlinge. Da gäbe es doch gutes Bekämpfungsmittel, hat doch schon früher funktioniert. Behaupten die doch glatt, sie können nichts dafür an dem Elend und wir sollten Mütterchen und Väterchen nicht einfach blindlings vertrauen und wir würden in die Irre geführt. Aber warum sollten sie das denn tun? Das kann man sich ja nicht mal vorstellen. Die sind ja so raffiniert. Sie zitieren sogar sogenannte Nobelpreisträger. Aber das ist doch dann sicher auch nur das gleiche Gesindel. Diese Schmarotzer sind überall. Wenige kommen mir zu nahe, da kriegen sie es zu spüren, wo der Hammer hängt. Das sind eh alles Leute aus dem braunen Milieu. Jede Wette kam auch in den Nachrichten. Wer gegen meine Gemeinschaft ist, mich mit seinen Arten belästigt, hat ein Ende verdient. Weil wir sind sozial. Ach, ich liebe diese schöne Weihnachtszeit. Wenn wir uns einen Glühwein gönnen, oder zwei oder drei, irgendwo nah, schallt aus dem Lautsprecher White Christmas oder Last Christmas, weil mit Stille Nacht und Heilige Nacht, naja, würdest du ja sonst eingeschläfert. Ich bin dann auch wirklich selig. Um mich rum meine Genossen, die alle das gleiche Ziel haben für das Wohl der Gemeinschaft. Immerhin sind sie ja am selben Ort wie ich, genau da, wo ich bin. Man sieht's ihnen also an, dass sie zu mir gehören, bis zum Ende. Wenn die weg sind, sind wir übrig. Der eine war im Gefängnis, wegen einer Schlägerei. Der andere hat seine Mutter abgezockt.
ins Altersheim abgeschoben, wo er eh nicht mehr hin darf. Jetzt ist sie tot, verdurstet, wegen Pflegemangel. Aber das ist doch alles Vergangenheit. Jetzt sind die beiden bestimmt gut. Und jeder hat eine zweite Chance verdient, sogar mit Zertifikat. Der hat dann auch seine Ration Glühwein und den Lebkuchen brav zu essen. Denn er macht ja mit im Gehorsamkeitskarussell und alles ist fein. Ja, weg mit den anderen. Raus aus der Bahn, den Job, dem Kino, den Club, der Bar, dem Restaurant. Bitte noch mehr Strafen, aber so richtig hohe. Sie müssen ja nur mitspielen, diese Schisser. Haben Angst vor einer kleinen Treuebekundung. In der Kirche gibt's eine Hostie, wir sind halt moderner. Unsere Priester und Propheten können auch besser reden und bringen es klar auf den Punkt, was zu tun ist. Und ja, keine Widerrede. Und bitte keine Rücksicht darauf, was die Bösen früher waren. Wir müssen jetzt nach vorne schauen und ganz klar trennen. Nur das ist die Lösung. Danke, Mütterchen und Väterchen, für diesen Kompass. Wie jetzt? Die haben Steuern gezahlt, Kinder erzogen, Renten finanziert? Was soll das? Das sind doch nur Nebelgranaten, um zu verbergen, wie böse sie sind. Wie freundlich und fair zu allen Mitmenschen gewesen, egal welcher Herkunft, und als ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft vor 2020 angesehen gewesen, welche das Land zusammengehalten haben soll? Hey, komm mir nicht mit so alten Kamellen. Die sind trotzdem nun Abschaum. Ist schon gut, dass die nun aussortiert werden. Am besten aus meiner Straße. Wie? Unter ihnen gibt's Arbeitgeber, Unternehmer und Geschäftseigentümer? Nein, dorthin zu gehen kann ich mir wirklich nicht mehr vorstellen. Früher schon. Da bin ich auch gerne hin. Aber da wusste ich noch nicht über die Bescheid. Nämlich, dass alles Mörder sind. Das ist doch erwiesen. Mütterchen und Väterchen haben das bewiesen. Im Prinzip müssen die einfach nur weg. Dann bin ich zufrieden. Oh, wie das schön wird, wenn die weg sind. Dann kann ich endlich frei sein unter meinesgleichen. Also okay, ein paar Regeln gibt's. Für das Soziale und die Hygiene. Aber das ist eben der Preis. Apropos, man kann jetzt auch weniger kaufen für sein Geld. Ach, egal. Außerdem ist es für die absolute Sicherheit wichtig, dass Mütterchen und Väterchen genau wissen, wo sie mich finden. Dann kümmern sie sich auch herzlich mit der gleichen Fürsorge, quasi nur als Kehrseite der gleichen Medaille, mit der sie die anderen hassen und verachten. Und das ist doch mehr als genug Liebe für mich. Und es ist ja nur eine Aua, ein weniger Lächeln, weil man nur die Augen sieht und die starren nur noch vor sich hin oder etwas weniger Losgebrülle vor Vergnügen. Die Zeiten sind ja auch ernst. Ich kann dafür ins Kino, in die Disco, mein Sushi beim Japaner essen für 250 Euro, jetzt wo ich so artig bin. Die nächste Treuebekundung steht schon wieder an. Mann, ging das schnell. Ich lege eine Bekundung in den Frühling und eine in die Weihnachtszeit. Frühling, weil das für mich das Tor in eine schöne sommerliche Freizeit ist, mit ihren Partys und den Biergärten. Und die Weihnachtszeit, weil ich mich dann besinnen kann auf das Wohl der Gemeinschaft, wenn ich im Bett liege und mich erhole. Ein paar Tage, denke ich. Mal sehen, wie lange es diesmal dauert. Ich bleibe dem Weg treu und wenn Mütterchen und Väterchen sagen, es muss sein, dann muss es so sein. Oder wer würde widersprechen wollen bei den Unbequemlichkeiten, die es sonst abzuholen gibt. Es ist, wie es sein muss. Lass uns die anderen vernichten, deren Gut und Habe pfänden, damit sie eine Entschädigung entrichten für den Volksschaden, den sie angerichtet haben. Die Kinder entreißen, damit aus denen noch was wird. Und die Eltern einfach abschieben, bis sich keiner mehr erinnert. Eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten.